Yo, was geht ab, Digga? Heute ist der Tag, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar hat Barello heute angekündigt, dass er live kommt und über die ein oder anderen Sachen reden will, die da im Raum stehen. Ne? Und ihr wisst selber, Digga, da ist viel passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was da abgeht heute. Das wird auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal heute auf Twitch gestreamt, kommt auf jeden Fall um 22 Uhr rein, Black Bros Gaming. Ansonsten, wir geben uns jetzt das Video. Der ist in die Nachrichten gekommen. Barello wurde offiziell abgeschoben, 100%. Die haben ihn wirklich... Das hat er ja in seiner Instagram-Story gepostet, dieses Video. Ne? Alle, die ihm folgen, die haben das auf jeden Fall gesehen. Ich hab's auch gesehen. Und ja, was hat er gepostet? Das. Also. Ich mitgenommen und ist in Abschiebehaft. Ich weiß, Leute, egal was ich... Das Video, hat er nicht gepostet. Das Video habe ich gesehen auf TikTok, Digga, ne? Und Digga, das ist echt ein krasses Video, Alter. Jetzt ist das irgendwie alles schlüssig und macht irgendwie Sinn, Digga. Da ist ein richtiger Plan hinter, ne? Also das müssen wir uns auch jetzt angucken. Also das ist das, was er gesagt krass. Hat vor 3 Wochen. Und das passt halt sehr gut, weil er hat wirklich polarisiert krass mit dem ganzen Thema. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich mache, ich setze einen Trend, Leute. Ich weiß, dass ganze TikTok-Videos macht. Deswegen, Leute, es wird noch was anderes auf euch zukommen, ja? Das ist wieder ganz TikTok nur auf mich fokussiert ist, das ganze TikTok nur über mich redet. Digga, die selber hat damit Statement gesetzt, ne? Offiziell, ganz TikTok redet nur über Barello. Barello ist Gesprächsthema Nummer 1. In den Nachrichten, auf TikTok, auf YouTube. Ja, der Mann hat echt das gerissen. Ja. Wenn das wirklich sein Plan war, ist durchgegangen, weil wir viel Hate kriegen. Das ist krass. Aber man muss auch sagen, Barello hat schon alles gemacht. Ja, Barello ist sowas auch anscheinend egal, ne? Ja. Ihn juckt das nicht so, Digga. Er macht das sogar mit Liebe so. Er kündigt das sogar an, dass er das macht. Ja, so. Ja, das ist krass. Das aber wenn, ne, natürlich. In dem neuen Song von Kapital. So, das Gerücht gibt es ja auch, dass Kapital in den, dass Barello in den neuen Musikvideo von Kapital mitspielen wird. Und da auch ein Part hat oder so, sogar. Dann. Boah, das. Die Frage, Arafat, ist Barello in dem neuen Song von Kapital? Ja, yeah, sagen die, ist Barello, könnte sein. Er hat so eine weiße Jacke. Er ist auch groß, ne? Er ist auch groß, Digga. Sieht schon ein bisschen nach Barello aus. Könnte echt gut möglich sein, ja? Boah, das. Ich sag nichts dazu, ist eigentlich schon, der hat verraten, finde ich, ja. Er hat sogar verraten, Digga, hätte er lieber gar nicht dazu gesagt, Digga, wäre besser als ich sag nichts dazu, so. Nicht, das ist Kapital-Song und man muss so viel Anstand und Respekt haben und sein Song, warte bis er raus. Boah, doch, ich glaube, das ist echt ein richtig geplanter Promo-Move, wo Barello einfach auch in dem Song von Kapital vertreten ist, ne. Also der Diss-Track an Bushido. Und Barello soll da auch ein Bart haben. Aber was wird Barello sagen und wie wird er wissen und so weiter? Das ist ja ein Diss-Track. Ja, ich bin gespannt, Digga, ehrlich. Ich bin richtig gespannt. Leute, ich sag euch nur eins. Danke. Ich esse Fleisch mit... Schwester von Barello? Was? Mit was? Ich kann nicht Kartoffeln. Wie heißen die? Perfekt. Schick mal deine Nummer, ich ruf dich an. So. Barello Schwester bestätigt, dass alles fake ist. Das ist fake, Fake-Verlauf. Man kann auch Fake-Verlauf faken, Leute. Bock stimmt nicht. Digga, Film, Digga. Film. Ne? Also wir wurden anscheinend alle hinter das Licht geführt. Vic, boah, wir müssen warten, 22 Uhr, du musst noch solche Aussagen ein bisschen langsam machen. Das ist fake, Leute, das ist fake, glaubt sowas nicht. Bock ist fake. Bock ist fake. Leute, das ist fake. Guck mal, mein Lieber. Ich kenne mich sehr, sehr gut, glaub mir, sehr, sehr gut mit Gesetzen aus, okay? Sehr, sehr gut mit Gesetzen aus. Er kann nicht wegen sowas abgeschoben werden. Nicht gleich, weil die haben keine Beweise, er hat nur gesprochen. Die haben seine Wohnung doch gefilzt, richtig? Richtig, die haben keine Beweise gefunden, dass er in diese Richtung wie irgendwie Kontakt oder vernetzt ist oder Kontakt hat. Richtig, richtig. So, zweite Sache ist, die haben sein Handy, während er ja in U-Haft saß, auch kontrolliert, ob er irgendwie vernetzt ist mit dieser Richtung. Richtig, richtig. Ist er vernetzt? Nein. Hatte er Beweise in seiner Wohnung? Nein. Bei seiner Mutter?
Boah, weiß er das denn? Mit wem meine Barello verletzt ist? Der hat mit der Schwester geschrieben. Ja, aber nichts. Die hat nur geschrieben, ich spiele ein Video und so. Nein. Ist er in Deutschland gemeldet? Ja. Hat er keine Fluchtgefahr. Also kann man ihn wieder freilassen. Erzählt mir doch keinen Scheiß, mein Lieber. Ben Dokus Butchuksena insgesamt hab bis der Spielsanam. Ich kenne mich mit Gesetzen dumm und dämlich aus. Er ist es, Digga. Der Rechtsanwalt. Aber warte. Wisst ihr was? Schau mal. Du sagst, keine Beweise, dies muss, aber er hat das in live gesagt vor tausenden Menschen. Er ist sogar bei RTL 2, erst bei den Nachrichten. Wie kann das dann sein? Ja. Ernsthaft mit dir reden und dir eine Frage stellen? Ihr seht selber, Digga. Es geht ab, ja. Es ist viel Politik. Also heute ist der Tag, Digga. Kommt auf jeden Fall in unser Livestream auf Twitch, Black Bros Gaming, 22 Uhr. Es wird geisteskrank, glaube ich. Ja. Aber du antwortest ernsthaft? Ja, warum? Ich weiß schon, was kommt. Nein, bei dem. Wallah, kannst du nicht wissen. Was meinst du, Abu Jibril? Was meinst du? Und du, was meinst du? Oh, schreib privat. Barella, jetzt alle zuhören. Okay. Danke. Hast du mal wirklich nachgedacht? So wirklich eine Minute oder, ach, was für eine, so richtig, richtig, so einen Tag nachgedacht, dass du Modeln tust? Was? Ey, worum geht's? Mal? Ich dachte, da kommt was richtig Ernstes oder so, Digga, komm mit sowas, ey. Nein, hab ich noch nie nachgedacht. Hä? Bist du mir einen Gefallen, nimmst du dir einen Tag und denkst nach und dann komme ich mit dir morgen live. Hä? Ich schwöre, das verstehe ich jetzt gar nicht. Also ich verstehe diesen einfach. Kontext gar nicht dazu. Modeln? Modeln? Warum? Modeln? Was ist daran? Du musst wissen, nein, ich meine, passt wegen Größe, wie ist das? Es liegt im Auge des Betrachters, Habibi. Ja, oder nicht Modeln? Ja. Aber für was Modeln? Was Modeln? Das sage ich ihm danach, aber er soll erstmal, wenn er mir dann sagt, Arafat Abi, Wallah, du hast recht, ich habe überlegt einen Tag. Ich kann mir das vorstellen. Digga, Arafat die Noten nehmen oder was? Ja, Arafat hat Pläne mit ihm. Welche Agentur nimmt den Bruder aber, ja? Das muss man gucken. Ich überleg und dann morgen ich komme mit. Inshallah, Barilla. Kommt der live. Hallo, Barilla. Boah, Digga, der war ja auch richtig, also der war ja richtig lange weg, ne? Was ist bei ihm passiert eigentlich? Ey, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Digga, der war so lange weg, Digga, deswegen bin ich auch mal gespannt, was er da... Aber er sorgt auf jeden Fall auf alle, ne? Bin ich mal gespannt, was er jetzt sagt, kurz. Aber du, die Abi, wie meinst du damit Abi? Kannst du es Namen sagen? Ich dachte gerade erstmal Barello, Digga, ne? Abi, ich meine alle damit, sei es ein Umut, sei es ein Arafat, sei es ein Yasse, sei es ein... wem gibt's da noch von den ganzen Streamern, Bruder, den ihr alle kennt, Bruder? Von jedem einzelnen, Bruder. Ein Hamid, ein Hamza. Egal, aber ganz kurz, Leute, was ist der Hamid für ein Geschäftsmann geworden? Hamid ist der Mann, Digga. Wenn ihr 1 Million machen wollt, meldet euch auf jeden Fall nicht bei ihm. Voll der Abzocke, Bruder, ja, Wallah, Betrüger. Bruder, warte ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Das stimmt gar nicht, OG Arafat versucht mich seit einem Monat anzurufen. Ja, also, er sagt seit 3 Monaten. Arafat versucht mich seit einem Monat anzurufen. Ach, Leute, ach. Wallah. Aber warum? Ich weiß gar nicht, was bei ihm passiert ist, Digga. Der war auf einmal weg, der war immer mit den Leuten live. Und dann irgendwann vom einen auf den anderen Tag, Digga, er war weg, Alter. Richtig komisch. Ich sag auch, Arafat versucht sich 1 Monat anzurufen. Was ist los da, ja? Komisch, Digga. Auf jeden Fall, heute, Digga, Barello Statement, Black Bros Gaming auf Twitch. Es war anscheinend alles ein ganz großer Film, Digga, der manche Leute wussten mehr als wir, aber haben trotzdem gelogen. Ich bin gespannt, was da gesagt wird. Es wird, glaube ich, heftig. Also ich will noch was sagen. Ich spekuliere darauf, dass die können das am Ende, selbst wenn das Promo war, können die das so drehen, dass sie sagen, er wurde aus U-Haft rausgelassen und hat keine Abschiebung. Ja, natürlich. Das mit U-Haft kann sogar wirklich sein. Deswegen sind wir gespannt, Alter, echt.